Hallo und herzlich willkommen. Heute Morgen habe ich ja ganz stark die Energie vom Hüter der Kristalle oder ein Hüter der Kristalle wahrgenommen. Und ich habe mich mit ihm verbunden und es ging eigentlich um, also er sagt, dass die Kristalle aus der Erde sich, also ich hatte so das Bild, wie sie immer mehr nach außen strahlen, die Energie nach außen strahlen. Und das ist ja das kristalline Netz der Erde und das ist ja auch in uns, diese kristalline Struktur im Körper. Und dass es wie darum geht, jetzt noch bewusster uns mit diesen Kristallenergien zu verbinden, weil das Urwissen darin auch gespeichert ist. Das Wissen der Erde, der Menschen, der eigentlich so diese Urstruktur oder dieses Reine. Und also es geht vor allem um dieses hier im Körper sein und um das Vertrauen. Ich habe mich dann mit dieser Energie verbunden und es ist so ein, ja, eigentlich so das Urvertrauen, das ich so stark wahrgenommen habe. Genau. Und ich würde das gerne nochmal wiederholen, wenn er dazu bereit ist, weil es mir wirklich, es hat sich so entspannt und ja, wie so ein Durchatmen. Gefühlt. Und ich musste dann etwas schmunzeln, weil ich jetzt in der letzten Woche oder in den letzten zwei Wochen mit ganz vielen Kristallketten gemacht, kreiert habe und eigentlich die Idee, mit der Idee, ich lade sie dann auf mit Energie. Und ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher, ob es dann um diese Kristallenergie geht, die ja eigentlich im Kristall bereits verankert ist, dies zu verstärken oder ob meine Idee, die Verbindung zur Erde und einfach das Zentriertsein, ob es das sein wird. Aber ja, ich fand es jetzt spannend, weil ich jetzt wirklich eben die ganze Zeit diese Kristalle in den Händen hatte. Okay. Und dazu habe ich ja noch meinen großen Kristall hier. Also ich verbinde mich und ich schaue, ob diese Verbindung jetzt nochmal zustande kommen kann. Und ich nehme ihn wahr und wenn du möchtest, kannst du dich auch ganz mit seiner Energie verbinden. Ist ganz rein und lichtvoll. Und er sagt, das Wissen der Kristalle, diese Weisheit, die Energie, die darin verankert ist, die Kristalle aus der Erde,
Sie tragen das ganze Wissen in sich, die Entstehung des gesamten Planeten und das Wissen der universellen Verbindungen. Es gibt Sterne, die besitzen ganz, ganz große, klare Kristalle in sich. Und diese sind alle miteinander vernetzt. Und diese urkristalline Energie ist eine stärkende Energie für das gesamte Feld der Erde. Und so gesehen für das gesamte Feld deines eigenen Körper, Bewusstsein. Die kristalline Struktur im menschlichen Körper dient dieser Verknüpfung oder Verbindung. Es ist deine eigene Schwingung, aus dem gesamten Feld, also es ist eine Schwingung, die sich in allem wiederfindet, aber es ist wie so diese Urinformation, die vorhanden ist. Und diese Urinformation wieder ganz bewusst in sich aufzunehmen, bringt diese innere Ruhe mit sich oder dieses Urvertrauen. Und du kannst jetzt deine eigene Frequenz, den physischen Körper, aber auch dein Energiekörper, Emotionalkörper, Mentalkörper, all deine Körper mit dieser Urinformation verbinden. Und das sagt, die Energie ist da. Und in diesem Moment, wo du das bewusst machst, kannst du die Energie wahrnehmen. Im Körper, in deinem gesamten Feld. Und so entsteht im Körper eine klare Energie, die ich jetzt so wie eine innere Schwingung wahrnehme. Und der physische Körper kommt so auch wieder in ein inneres Gleichgewicht. Ich nehme es auch so zentrierend eigentlich wahr, so diese klare Energie, die mich wieder ganz mit der Erde und auch mit der Schöpfung verbindet. Also ich nehme es einfach vor allem
die Klarheit in mir wahr. Und er sagt, so kann sich auch die gesamte Struktur im Körper klären, also eigentlich die Zellen und die Energiezentren, die Energiebahnen. Was ich auch so wahrnehme, ist die Wirbelsäule. Also eigentlich wirklich bis in die festeste Materie, das Skelett, auch die Knochen oder die Gelenke. Und er sagt, der ganze Körper kann sich neu ausrichten. Die Energie geht jetzt auch so in die unteren Chakren, die Verbindung zur Erde. Die oberen, die sind schon. Ja, sehr. Der physische Körper, der braucht jetzt mehr so diese Erdenkraft. So dass wir noch mehr Licht einladen können, ohne dass es uns den Boden unter den Füßen wegzieht. Und jetzt nehme ich Gaia wahr, das Wesen der Erde. Und es ist jetzt so diese kraftvolle Energie der Erde, die wir ganz im Körper aufnehmen können. Es strömt so wie von unten in den Körper.
Sie sagt, damit wir gemeinsam die neue Erde erschaffen, werden wir immer mehr vernetzt, ganz bewusst, so dass wir uns im innersten Frieden wiederfinden. Die Erde und alle Wesen, wir alle gemeinsam erschaffen eine neue Welt, eine neue Erde, eine neue Energie. Und auch diese Gemeinschaft ist eine Stärkung für jeden Einzelnen. Das Wissen in dieser Vernetzung zu sein und diese Kräfte zu teilen, das gesamte Feld zu vereinen und das Wissen auch so nach außen zu strahlen. Und sie sagt, es ist eine wundervolle Kraft, die jeder Einzelne mit sich bringt. Und diese wird immer stärker, weil ja, weil es sich so im Gesamten noch verstärkt. Und sie sagt, vertraue deiner eigenen Kraft und verwurzle dich ganz in ihr, die Urkraft, das Urwissen. Und jeder einzelne Mensch wird sich in dieser Stärke erkennen. Und es gibt nichts, was uns aufhält, diese Kraft weiterzuentwickeln und daraus Neues zu erschaffen. Und jetzt umarmt sie uns. Und ich bedanke mich beim Hüter der Kristalle und bei Gaia. Und bei dir. Ja. Gehen wir in dieser Kraft weiter. Ich habe ganz heiß, ein heißer Kopf, rote Backen. Ja, jetzt wünsche ich dir einen ganz schönen Tag. Bis bald. Ciao.